Hallihallo, da sind wir wieder mit dem wunderschönen Spielchen Gorki 17. Ja, und nun müssen wir uns entscheiden. Also ich denke mal, wir gehen vielleicht erstmal zur Tür. Vielleicht ist es auch wieder nur sowas wie eine kleine Falle. Sicherheitstür zu einem wichtigen Laborabschnitt öffnen. Okay. Was haben wir hier? Eine Art Reaktor soll es ja darstellen. Hier unten ist nichts. Okay. Hier können wir irgendwas machen. Kontrollpanel für den Reaktor. Anschalten. Okay. Damit haben wir einen Reaktor aktiviert. Ich weiß nicht, ob das so wirklich richtig ist. Aber irgendwie müssen wir da hinten auch noch hin, wa? Zumindest war doch da unten eine Kiste zu sehen. Wenn wir mal hier runter gehen, da ist eine Kiste. Aber er sagt, er kommt von hier aus nicht ran wohl. Hier oben können wir auch nicht hin. So, der Reaktor läuft. Schauen wir mal hier oben ein bisschen lang. Waffen fallen lassen! Oh. Was? Sind Sie blind? Erkennen Sie nicht unsere Uniformen? Wir sind auf derselben Seite. Nein, das bin ich nicht, Captain Sullivan. Wir haben Befehl, diesen Sektor zu sichern. Ihre Mission ist hier zu Ende. Bitte legen Sie die Waffen langsam auf den Boden. Ein Evakuierungsteam ist unterwegs, um Sie zurück zum Hauptquartier zu bringen. Das hört sich irgendwie merkwürdig bekannt an. Das habe ich doch schon mal gehört. So leicht kriegt ihr uns nicht. Ovid, Strantin, in Deckung! Oh oh. Willkommen zu Ihrer Beerdigung, Captain. Ich hatte gehofft, dass Sie keinen Widerstand leisten würden. Sie haben unseren Job soeben, leider, unnötig verkompliziert. Feuer! Darf Sullivan! Ich spielen? Nur mal nein, so eine Frage. Nein! Warum schießen die auf uns? Wir sind Menschen! Seht uns an, wir sind Menschen! Ihr elenden Bastarde! Dafür werdet ihr büßen! Okay, wie sieht's denn hier aus? Okay, ich würde sagen, das sieht ziemlich großläufig aus. Und wir müssen irgendwie schaffen, uns in Deckung zu bringen und denen trotzdem Schaden zuzufügen. Das sollte sich so schwierig gestalten. Ja, er kommt bis da hinten hin. Also hier haben wir eigentlich keine Deckung. Wir können uns nur zurückziehen quasi. Oder frontal reingrätschen. Wenn von hier aus, wie weit kommt der Granatwerfer? Und ähnliches, das wäre so eine Frage. Vor allem, oh Gott, Sullivan hat ja nur noch 64 Punkte. Okay, also die Schüsse waren kein Fake, so wie es mir aussieht. Granatwerfer zwischen die Beinen wäre eine Option oder zwischen die Beinen. Allerdings, ich weiß nicht, wie viel er da noch aushält. Und die Kiste, ja gut. Die dürfte uns da nicht stören erstmal. Und ihr kriegt erstmal den Granatwerfer rein. So, Ovid, Kiste ist blöd. Ich weiß, aber wenn wir es schaffen täten, ich weiß nicht, was für eine tolle Dings die da haben, aber wir haben auch noch ein bisschen was auf dem Petto. Ja, da wäre es natürlich wesentlich günstiger, weil er hat auch nur ein Feld. Eine Rauchgranate zwischen die beiden, ja, das wäre was. Eine Blendgranate sollte das sein oder so, ne? Okay, er hat noch... Oh Gott, haben die viele Punkte, die guten. Und Trantinier stellt sich hierher.
oder daher. Ich gehe erstmal hier lang. Was haben wir denn zur Auswahl? Eine Granate könnte ich hier hinwerfen, die bringt gar nichts. Gut, da müssen wir noch ein Stück vor. Allerdings sind wir hier dann absolut ungedeckt. Mit der Schrot könnte man rumschießen. Allerdings nicht bis dorthin. Mit dem Gewehre ist auch ziemlich außer Reichweite, oder? Ja, und daneben, volle Lotte. Egal. Wir müssen halt das Beste draus machen, würde ich sagen. Oh, er ist vergiftet, auch noch. Sehr gut. Allerdings, ja, müssen wir hier irgendwie... Haha, verfehlt, super. Das erhöht unsere Chancen ein wenig. Wenn er jetzt trifft, ah, wunderbar, auch verfehlt. Er geht noch in das Feuer hinein, das finde ich spitze. Und verfehlt auch noch. Heidi Bitzka. Aber unsere Chancen rechne ich nicht gerade groß ein. Okay, und was macht... Alter Finne! Wir leben noch, würde ich sagen. So, die zwei stehen hier. Ja, also das war jetzt mal richtig böse. Du hast noch eine Menge Punkte, ne? Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns ein bisschen möglichst Deckung suchen und uns ein wenig heilen, und zwar gigantisch, bitte. Drogen 100 Punkte, ja, das würde es übersteigen. Aufputschmittel 40, das gibt 80. 80 klingt super. Okay, wir müssen nämlich jetzt ein bisschen auf Durchhaltung machen. Er könnte jetzt allerdings mit dem Flammenwerfer beide mal kurz erwischen nochmal. Das sieht schon mal sehr gut aus. 11 Pünktchen noch. Ah, herrlich. So, und Ovic geht mal hinter die Deckung, würde ich sagen. Und wird sich auch mal kurz gegen heilen. Auch 80? Nee, ist ein bisschen zu viel, glaube ich. 35 definitiv. Das sollte mindestens sein. Und jetzt steht natürlich er mit seinen 55. Ah, das könnte böse enden. Das könnte böse enden. Wenn Trantinier jetzt ins Gras beißt, dann haben wir ein Problem. Ja, wunderbar. Damit ist er schon mal erledigt und die Wunderwaffe. Und jetzt hoffen wir, dass wir nicht allzu viel abkriegen von den Zweien hier. Na ja, trifft. 20 plus 2, 22 runter von 50. Und er schießt auch nochmal. Bitte verfehle. Nein, wir haben noch einen Gegenangriff, können diesen aber nicht nutzen, weil das Teil lädt noch auf. Okay, aber das erhöht schon mal die Chancen, würde ich sagen. 12 Punkte. Das nenne ich doch mal knapp. Nein, du solltest nicht das Gewehr zücken. Ich wollte hier runter scrollen. So, 40, 30, 35. Nee, 80 klingt viel besser. Die nehmen wir doch glatt. Drehen uns hier um. Du stehst auch noch hinten. Vielleicht gibst du ihm noch mal eine Bandage oder so. Damit kommen wir auf 127 Punkte. Das sieht sehr gut aus. Ovic, du drehst dich gar nicht, oder? Ja, du drehst dich gar nicht. So, Sullivan, was machst du? Du gehst vielleicht mal hier hinter Deckung. Und dann versuchen wir mal, dass sie uns hier entgegenkommen, oder so. Ja, die beiden hier haben auch noch eine Menge auf dem Kerbholz. Und du kannst nach da gehen, von hier aus runterschießen, aber an beiden vorbei. Okay, das sollte unsere Chancen ein wenig erhöhen. Ja, mal schauen, ob er trifft. Er trifft auch, wunderbar.
So, jetzt sind wir dran. Du hast noch 100 Punkte, ne? Aber haben wir jetzt nicht auch die Eisvariante oder Betäubung oder der Phaser-Laser? Okay. Na, eine Mobfalle wird da definitiv nicht helfen. Aber Granate, Griffgranate, nee. Ich denke mal, es wäre vielleicht sinnig, ihn zu betäuben. So aus nächster Nähe, ein aufgesetzter Schuss. Und er ist betäubt. Wunderbar. So, wir können uns zwar nicht mehr bewegen, das macht aber soweit erstmal nichts. Er hier hat ja auch getroffen. Er hat es ja nicht nur versucht. Flammenwerfer, Pipapo. Ja, Eisen betäuben ist alles nicht so wirklich. Ovid, vielleicht hintenrum. Zeig mal her, er kann bis dahin laufen. Ja. Dann versuchen wir uns ein bisschen anzunähern. Und werden uns noch ein bisschen heilen, denke ich mal. Mit Pflastern und Pipapo, dass wir auf höhere Punkte kommen. Und Sullivan stellt sich wohin? Möglichst aus Reichweite und lockt sie mal so ein bisschen an, würde ich sagen. Und du könntest dir auch nochmal ein Pflaster oder sowas geben. Ach, wunderbar. Und deswegen verteile ich die Sachen auch immer so gerne so schön gestreut, dass jeder wirklich auch noch so ein bisschen Möglichkeiten immer hat, in der Situation was anzuwenden. So, die beiden sollten jetzt aufhören zu brennen. Der ist betäubt und er macht einen aufgesetzten Schrägschuss. Nein! Das tut doch weh. Schade, dass es nicht Ovich ist. Okay, kein Gegenangriff oder ähnliches. So, das war böse. Das ist böse und du wirst bestraft. Ha! Seid ihr nicht beide betäubt? Aber nächste Runde ist er nicht mehr betäubt. Das ist schade. So, Ovich, ich würde dir sagen, erstmal... Ja. Volle Möhre. Und zwar mit... Wie viel hat er denn noch? 38. Jetzt würde ich mal gerne gucken, was zieht denn gut. 30 maximal. Aber ich nehme die Betäubung. Ja, die Betäubungsgranate zieht aber nichts. Macht aber nichts. Sag mal her, Raketen. 70 maximal. Das klingt mir nach einer Lösung. Dann löst du dich nämlich gleich in Wohlgefallen auf. Auf Wiedersehen, du schöne Welt. So. Dann kommen wir ja zu dieser Geschichte hier mal. Und ihn hier oben haben wir auch nur mit 36. Locken wir ihn mal an. Er wird nämlich bestimmt schräg schießen wollen. Und du hast fast volle Punktzahl. Das gefällt mir. So, mit dem Gewehr schießen wir auch dran vorbei. Okay, das macht aber nichts. Ja. So, und Sullivan... Du solltest unbedingt da mal ein bisschen weggehen. So, jetzt haben wir Deckung von da. Hier kann auch nichts großartig passieren erstmal. Beide betäubt. Er schießt nochmal auf ihn drauf. Verfehlt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Ovid, du rennst hier mal vor. Und zwar hinter diese Deckung. Und gehst auch in Deckung. So, der ist nicht mehr betäubt. Würde ich sagen, gehen wir hierher. Hast du noch eine Betäubungsgranate oder sowas? Oder Napalm? Schauen wir mal. Ah, eine Vergiftungsgranate. Das ist auch super. Schön vergiftet die beiden. Ja, und ich glaube, es bringt wohl mehr, wenn ich so stehen bleibe, oder? Ich denke schon. Er kann schießen. Er kann natürlich auch schießen, aber... 112 sollte zumindest einmalig ausreichend sein.
Wenn ich mich hier hinstelle, geht's schräg. Sie können sowieso schießen. Die Frage ist jetzt nur, ob sie mich flankieren können. So, weil es macht ja mehr Schaden. Ovich geht mal weiter hier lang und schießt mal zurück. Mal gucken, ob wir besser schießen können. 8 plus 2, ja, das sieht doch schon mal gut aus. So. Betäubt und vergiftet und der andere ist nur vergiftet. Und haut Ovich einen rein. So. Er verfehlt, sehr schön. Da kann man ja nur von träumen. Ovich, du kommst bis hierher. Das ist auch nicht schlecht. Eine Granate hätten wir da. Oder wir schießen einfach mal drauf. 21 plus 2, das macht noch 3 Punkte. Na super. Dann würde ich sagen, du kommst mal hierher und hast du noch eine Pistole oder irgendwas Kleinkalibriges oder so? Granaten, Pipapo, aber nichts, was hier irgendwie Kleinkaliber wäre. Ein Schrotschuss noch. Nee, das ist mir zu schön. Der Flammenwerfer, ja, können wir Ovich mit anzünden, das war's aber auch schon. Ja, in der Situation kann ich eigentlich nur die Granate nehmen oder einmal schießen. Und das war's mit ihm. Wunderbar, jetzt sehen wir uns noch dahin um. So, die beiden sind vergiftet. Sullivan, wie machen wir's? Ich wäre ja sehr für eine Granate oder den Granatwerfer oder so. Oh, ich habe eine Idee. Boah, das wäre so fies. Das gibt es nicht mehr. Das ist so fies. Da tut's weh. Oh, war das fies. Aber strategisch gut. Aha, die sind von der NATO. Okay. Ach so, jetzt kommt kein Dialog. Interessant, interessant. Da oben scheint es einen Eingang zu geben. Ich würde gerne hier nochmal langlaufen. Kurwa Mack, was zur Hölle ist passiert? Ah. Ich schätze, der Teleporter hat funktioniert. Ich hoffe, unsere DNA ist noch intakt. Als Mutant möchte wohl keiner von uns enden. Ich verstehe. Also, wenn wir in dieses Teil da reingehen, dann ist das ein Teleporter, der uns nach dorthin wieder hin zurück teleportiert. Interessante Sache. Hier ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Durchaus. Ja, Holzkiste öffnen. Oh, noch mehr an diesen schönen Sachen. Wunderbar. Trentinier, ich glaube aber, die Teile gibst du Ovich. Zwei Stück an der Zeit. Gibst du bitte alle Ovich, das wäre nett. So. Betäubung hat er noch einmal. Ovich hat Betäubung zweimal. Dann gibst du ihm eins ab, denke ich mal, weil er hat keinmal. Wunderbar. Dementsprechend können wir nochmal alle hier mal betäuben. Granaten. Oh, Schrot haben wir auch jetzt wieder gekriegt. Das ist super. Besser gesagt, hier haben wir die Schrot. Die geben wir ihm mal durch, weil er hat die Schrotflinte. Das macht dann durchaus mehr Sinn, wenn man auch die Munition zu dem richtigen Teil hat. So, okay, das sieht schon mal gut aus. Ja, hier können wir nicht, aber da müssen wir irgendwann wohl auch noch lang. Okay, aber finde ich schön mit diesen alten Eisenbahnen. Hier scheint es aber sonst nichts zu geben, soweit. Hier oben irgendwas. Colin. Ja, dann müssen wir wohl in den Eingang gehen. Interessant. Hebel. Okay, aktivieren. Und da fährt ein Tuff-Tuff durch die Gegend. Sehr schön. Hätten wir hier den Ausgang.
Das macht dann Sinn irgendwo, dass wir hier den Teleporter umgehen. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge, für die Runde. Und wir werden dann gleich die Eisenbahnschienen mal entlang gehen und mal schauen, wo wir dabei rauskommen. Also denn, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you!